Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer ersten Folge von Ich bewerte eure Zoos nach dem Reset. Heute entführt uns La Lingla in ihren Flying Forest. Hallo lieber Dandy, ich freue mich dir, den Flying Forest vorstellen zu dürfen. Das Land ist nicht auf dem Boden platziert, sondern komplett freischwebend hoch in der Luft. Es gibt 7 kleine Inseln zu erkunden, jede davon hat ihren komplett eigenen Style. Erkunde den Tempel der Sonnen- und Mondkatze, lass dir vom Drachenlöwen nicht die Zeit rauben und Vorsicht vor der Insel des Giftspeier Drachen. Ich habe wieder mehr auf die Details geachtet und versucht, den Zoo komplett barrierefrei zu bauen. Es sind nur wenige Workshop-Elemente dabei, bei den Pilzen und Raumkapseln konnte ich einfach nicht widerstehen. Aber das meiste ist selbst gebaut. Leider konnte ich die Wege und Geländer nicht mehr anpassen, da mein Computer nicht der leistungsstärkste ist. Ich hoffe, du hast viel Spaß, mal was Neues zu sehen. Freundliche Grüße, Lali. Und schon sind wir angekommen im Flying Forest von La Lingla. Das ist übrigens hier die Zeitkapsel von Doctor Who. Den Namen hatte La Lingla auch in die E-Mail geschrieben. Habe ich auch gerade wieder vergessen, muss ich sagen. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie diese Zeitkapsel heißt. Aber eine sehr coole Idee, so in einen magischen und mythischen Zoo anzukommen. Also wirklich richtig coole Idee. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Wir werden sehr viele unrealistische Sachen sehen, aber dafür sehr viele magische und coole Dinge. Die Atmosphäre hier gefällt mir schon mal richtig gut. Die ganzen Blätter, die hier runterfliegen. Das Licht bricht sich hier. Der Ankunftsort hier sieht allgemein super interessant aus. Guckt euch das mal an. Ist das hier schon ein Gehege? Es könnte sogar ein Gehege sein. Hier sind auf jeden Fall Klettermöglichkeiten. Könnte sein, dass hier schon Äffchen oder so rumspringen. Ist auch sehr schön bepflanzt. Ich finde es mega cool. Hier ist auch wieder so ein kleiner fliegender Stein. Ihr müsst halt bedenken, wir sind jetzt in der Luft, ne? Das ist eine komplette fliegende Insel, wo wir uns befinden. Und wir haben hier wieder die mythischen Wesen. Bei La Linglas ersten Zoo, da war das ja auch so. Das war ja der Magic Forest. Da hatten wir auch solche mythischen Wesen. Hier haben wir das Schatteneinhorn, ein Kaffernbüffel und das Lichteinhorn. Passend dazu das Zebra. Auch hier sehr schön gemacht mit dem ganzen Büschen und so. Gut, das Gelände hätte man noch tauschen können, aber das hat La Lingla ja reingeschrieben, dass ihr PC das leider nicht mitmacht, aber das macht rein gar nichts. Da unten haben wir die beiden. Finde ich echt eine coole Idee, das Ganze so magisch und mystisch zu gestalten. Sieht auch alles so interessant aus. Richtig krass. Ich habe ja schon einmal ein bisschen rüber geguckt und ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe es halt nur so überflogen und ja, es sah mir auf jeden Fall würdig aus, hier als Video zu erscheinen. Einfach, weil es eine mega coole Idee ist und La Lingla auch eine super Bauerin ist. Wir gehen mal weiter. Wir gehen jetzt mal in den Zoo hinein. Das war nämlich so der erste Aussichtspunkt und da unten sind jetzt erst hier die richtigen Eingänge in den magischen Zoo. Sind auch so Kristalle. Richtig cool. Das ist schon echt ein schönes Feeling hier. Das sind nochmal so pinke Kristalle. Richtig schön bepflanzt auch alles. Hier kann man auch nochmal reingucken zu den beiden. Wie hießen die noch? Schatteneinhorn und Lichteinhorn? Ich glaube, so war es, ne? Ich glaube schon. Auch ein sehr interessantes Gehege hier. Schön mit Wasserplätschern. Gut, hier die Düsen. Das bleibt so wild. Hier gibt es ja auch so ein paar coole Brücken. So, wir gehen hinein in den Zoo. Das ist alles so schön bunt und überwuchert und es gibt so viele Details. Das sieht ja auch cool hier aus. Ich glaube, das ist alles so beleuchtet, oder? Sind das diese Lichtkugeln und Lichtstäbe, glaube ich, ne? Und dann kombiniert mit Pflanzen. Wir werden uns das Ganze auch noch bei Nacht anschauen, definitiv. Ist auch sehr viel Liebe zum Detail reingeflossen, das sieht man. Fällt mir richtig gut. In so einem magischen Zoo ist es nicht mal so schlimm, wenn das hier so ein bisschen überwuchert. Das hilft eher dem Feeling. Oh, hier auch mit den neuen Bäumen und so gearbeitet. Hier wieder richtig schöne Lichtspiele. Oh, das hier sieht auch cool aus. Sehr elegant gelöst. Hier geht der Weg nämlich so leicht hoch. Dann einfach so ein paar Bretter dahin zu legen. Sieht super aus. Und auch das Gebäude sieht echt gut aus. Das ist auch selbst gebaut, glaube ich. Richtig interessant. Cool mit den Bäumen hier verschmolzen. Dann diese ganzen Ranken und Wurzeln. Wo ist der zu, der Laden hier? Okay, das verstehe ich jetzt gar nicht. Was sind das hier? Ach, das ist eine Toilette, ne?
Ah, ich verstehe, okay. Das ist eine Toilette. Da beamt man sich auch durch, oder was? Gut, das ist vielleicht nicht ganz so elegant. Vielleicht hättest du einfach diesen Bogen oder so lassen können, damit die Leute da einfach durchgehen können in die Toilette. Das ist echt eine tolle Atmosphäre. Hier könnt ihr mal runtergucken. Nämlich sehr weit oben. Ich finde es übrigens auch gut, das können wir uns nachher mal anschauen, dass du auch den Boden so gemacht hast, als wenn die Insel da wirklich aus dem Boden gerissen ist, so ein bisschen. Finde ich mega nice. Jetzt seht ihr schon, was uns da hinten erwartet. Die Wege sehen super aus. Hier ist die Pilzkatze im Pilzwald. Freue ich mich auch schon drauf. Diese Pilze finde ich auch cool. Die hast du ja auch aus einem Workshop, hast du gesagt. Ja, schön beleuchtet. Hier ist dann nochmal so ein kleiner Platz. Zu einem Rundgang hast du leider noch nichts reingeschrieben. Mal gucken, ob ich mich verlaufe, aber ich glaube, das ist einfach nur eine runde Insel, wo wir sowieso einmal im Kreis gehen. Sieht auch cool aus, ne? Das ist das Eingangsschild, Flying Forest. Haben wir hier noch? Nochmal ein paar schöne Läden. Oh, das sieht auch sehr cool aus. Richtig schön bepflanzt. Feuermana. Klingt ja lecker. Was haben wir da? Wassermana. Ah, okay, hier kann man Mana kaufen. Hier ist dann nochmal ein kleiner Platz. Da kann man dann nochmal die beiden hier angucken. Die Zebras und Kaffernbüffel. Beziehungsweise Schatten- und Lichteinhörner. Auch super bepflanzt. Da hinten seht ihr schon den nächsten Bereich. Oh, der sieht aber böse aus. Sieht so ein bisschen düster aus, oder? Die Insel. Hier ragen auch die Büsche so ein bisschen rein. Hier finde ich das auch gar nicht schlimm, dass es hier so sehr im Weg ragt. Das passt halt sehr gut zum Motto. Muss ich sagen. So, jetzt geht's hinein in den Flying Forest. Oh, hier auch coole eigene Geländer gebaut. Das sind auch die neuen Wege. Hier mit diesen Seilen. Ah, ist doch ein Rundgang ausgeschildert. Wie cool. Oh, auch tolle Schilder. Das sieht ja nice aus. Grünfeuer. Hundeinsel. Also wir gehen jetzt gleich hier rechts lang. Scheint so, als wenn wir erstmal zu den Pilzen gehen. Aber ich glaube, wir gehen jetzt erstmal geradeaus hier durch. Die Hundeinsel. Da sind schon ganz viele fliegende kleine Inseln mit Bäumen. Wow, wo sind wir denn hier? Eiswölfe frieren gerne Dinge ein. Oha, okay. Wollte eigentlich ungern eine Eisskulptur werden. Eiswolf. Richtig cool mit diesem hellblauen Licht, schon fast türkis. Dann eine sehr schön gestaltete Schneelandschaft. Wow. Ey, Leute, jetzt nicht in den Weg gehen. Ja, wirklich super spannend. Die Höhenunterschiede. Tolles Gehege. Hast du wirklich super gemacht. Da sind die Eiswölfe. Wir sollten sie nicht zu lange angucken, sonst sind wir gleich ein Eisblock. Die Musik ist auch super passend. Wie cool. Hier kann man auch nochmal in eine Höhle gucken. Überall schön diese fliegenden Blätter und so. Ah, da kommt schon ein tolles Feeling auf und eine tolle Atmosphäre. Hier hätte man natürlich noch ein paar mehr Felsen oder so machen können. Aber durch das Motto kann man viele, viele Dinge verzeihen, die nicht ganz perfekt sind. Weil es ist halt kein realistischer Zoo, ne? Ah, toll. Ich liebe deinen Baustil, Lalingla, wirklich. Dein erster Zoo hat mir auch schon so gut gefallen. Erdwölfe lassen Felsen schweben. Ah, hier sind Erdwölfe drin. Das sind normale Wölfe. Habe ich gar nicht gecheckt. Deswegen auch da oben die schwebenden Felsen. Das ist so cool, dass du dir auch eine Story dazu überlegst. Feuerwolf. Was ist hier drin? Ach, noch eine Toilette. Okay. So, Feuerwölfe speien Feuer. Macht Sinn. Hier gibt es dann nochmal einen Laden. Diese Musik ist ja mega passend. Ich fühle mich hier gerade so wohl. Das ist so spannend. So richtig mystisch. So, gehen wir mal zu den Feuerwölfen. Also wirklich wow. Hier ist dann auch echt so eine Landschaft, die super heiß aussieht durch den Dampf und so. Das hast du echt gut hinbekommen. Leider sehen wir gerade keinen Feuerwolf. Doch, da. Hier ist auch so ein Ofen. Schade, dass es keine Lava gibt hier, ne? In dem Spiel. Ah, hier brennt schon was.
Wie cool. Das ist natürlich smart, ne, hier diese kleinen Feuer zu nehmen, weil dadurch kommt dieses Hitzeverschwimmen der Luft zustande. Mega. Ganz toll gemacht. Der Zoo ist übrigens auch im Workshop zu finden. Das heißt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Dann könnt ihr den mal selber ausprobieren. Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube nicht. Das war die erste von 7 Inseln. Haben wir ganz viele Wölfe gesehen und jetzt gehen wir den Rundgang weiter. Hier geht's entlang. Auch eine coole Beleuchtung hier, also wirklich. Solche Rundbögen mag ich ja sowieso gerne und ich finde es auch cool, dass du die so ausgeleuchtet hast. Und auch sehr spannend, was mir auch auffällt, dass du hier die Wege mal so abwechselnd gemacht hast. Finde ich cool. Coole Idee, habe ich so noch nie gesehen. Jetzt geht's zur Pilzkatze, Leute. Die nächste Insel. Können ihre Größe ändern. Pilzkatze. Okay. Schauen wir doch mal hinein. Hier ist auch andere Musik. Und auch wieder super tolles Feeling hier, wenn man so in den Pilzwald reinschaut. Mit dem Nebel. Das ist alles schön gestaltet. Oh mein Gott. Ich höre die Pilzkatzen. Da sind sie. Manche sind klein, manche sind groß. Sie haben ihre Größe geändert. Nicht, dass sie noch größer werden. Du hast halt echt so deine eigene Fabelwelt erschaffen. Finde ich super toll. Gehen wir auf die andere Seite. Mal schauen, was wir da so sehen. Da geht es nämlich auch nochmal entlang. Das ist schon echt cool mit den Pilzen. Auch ein super spannendes Gehege. Auch wieder mit diesen Kristallen. Da geht es nach unten in die Tiefe. Gut, dass wir hier nicht runterfallen können. Hammer cool gemacht. Wir gehen weiter. Den Rundgang entlang. Die nächsten Insel. Insel Nummer 3. Was haben wir denn hier? Das scheint mir irgendein Tempel oder so zu sein. Ja, mal schauen, was uns hier erwartet. Sonnenkönigin Solara und Mondkönigin Lunala. Da bin ich ja mal gespannt. Okay, die Mondkatze. Gibt's hier auf der rechten Seite. Wo haben wir denn die Mond... Oh, ich gehe in den Boden ein bisschen rein. Passiert ja manchmal. Hier kann ich auch nicht näher ran. Was ist das? Sieht auch wieder super interessant aus. Cool, dass du hier innen drin auch mit dem Feuer und den Eisfelsen gearbeitet hast. Leider zeigen sich die Kätzchen gerade nicht. Oder schlafen die da? Nee. Aber ganz tolles Gehege. Wenn das hier ein bisschen verbuggt. Oh, hier kann ich reingehen. Ah, okay. Schauen wir doch mal hinein. Da sind nämlich auch die Mondkatzen. Oh, ist das cool. Dass ich hier reingegangen bin. Boah, sieht das cool aus hier. Eine richtige Gletscherhöhle. Hammer. Ich hoffe, ich finde den Weg wieder hoch. Yes, wir haben es geschafft. Jetzt gucken wir mal auf der anderen Seite. Da ist nämlich das genaue Gegenteil, nämlich die Sonnenkatze. Da brennt auch schon sonnengelbes Licht. Überall. Alles ausgetrocknet. Genau das Gegenteil, wie drüben. Oh, hier auch so sonnenfarbene Kristalle. Leider sehen wir auch hier die Katzen nicht. Gehen wir mal hinein, wenn wir es schaffen. Ah, sieht schlecht aus. Ah, doch, wir haben es geschafft. Okay, hier haben wir nochmal so eine kleine Badewanne. Wo sind denn die Sonnen... Ah, da sind die Sonnenkatzen. Geparden also. Cool. Richtig coole Idee. Schneeleoparden und Geparden ist echt wirklich so ein bisschen gegenteilig. Kommen wir wieder hoch? Ja. Perfekt. Okay, jetzt haben wir uns mal schon mal reingesneakt. Aber ich glaube, es geht noch in die Tempel hinein, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. In die Kristallhöhle geht es jetzt hinein. Hier ist auch wieder gelb und blau. Passend zum Motto. Wow. Es sieht wirklich cool aus. Also das ist hier die Eis- bzw. Mondseite. Die haben wir ja gerade schon gesehen, weil wir einfach reingegangen sind.
Aber so können die Besucher dann nochmal reinschauen. Sieht mega cool aus hier mit dem Wasser und so. Dann das blaue Feuer noch dazu. Oh, da ist sogar gerade eine. Hängt die fest? Die Arme. Auch alles passend eingefärbt hier. Und oben drüber das Glas. Da kann man in den Tempel hineinschauen. Und da können sogar die Katzen rübergehen. Guck mal. Oh, wie cool. Das ist ja nice. Das heißt, die Katzen können den Tempel betreten. Der ist gar nicht für uns Menschen. Sondern für die Katzen. Das ist die andere Seite. Sieht halt komplett anders aus. Genau, hier haben wir gerade reingeschaut. Und hier können auch die Katzen hoch. Da sind nämlich die Geparden. Beziehungsweise die Sonnenkatzen. Richtig cool gemacht. Also ich mag dieses Gegenteilige ja richtig gerne. Das ist eine tolle Idee. Da Eis, da Sonne. Hier geht's in die Mitte. Wo geht's da hin? Ah, Toilette. Also ist auch an mich gedacht worden. Ganz toll gemacht. Weiter geht's zurück. Zur nächsten Insel. Das ist auch so ein Zoo, wo ich mich nicht verlaufen kann. Der ist schön simpel gehalten. Aber super interessant. Durch die verschiedenen Mottos. Drachenlöwe. Oha. Oh, das sieht ja auch cool aus mit diesen fliegenden Laternen dann überall. Wow. Also ich bin echt gespannt, wie das bei Nacht aussieht nachher. Das, wie interessant das ist einfach. Überall die Uhren. Richtig coole Idee. Gucken, was der Drachenlöwe kann. Oh, hier kann man sich durchschlängeln. Super interessant hier der Weg. Muss man einfach mal sagen. Da ticken die Uhren. Die nächste Musik geht los. Auch wieder eine ganz andere. So spät ist es in echt nicht. So schnell läuft die Uhr auch nicht. Kann der etwa in der Zeit drehen, der Löwe? Wäre so mein Tipp, wenn hier die ganzen Uhren sind. Leider sehen wir ihn gerade auch nicht. Oh, da sind sie. Das ist aber echt so toll gemacht. Und hier kann man dann direkt die Löwen vom Nahen sehen. Auch super gemacht. Das ist so kreativ. Was ist das? Ach, das ist Mitarbeitereingang, oder was? Ich glaube schon. Nee, eine Toilette. Oha, okay. Da muss man sich erstmal reintrauen, wenn man dann hier durch die Lücke noch die Löwen sieht. Aber cool gemacht, dass man hier beim Anstehen dann nochmal perfekten Blick hat auf die Drachenlöwen. Der Weg ist auch cool, weil das so leuchtet. Und diese ganzen neuen goldenen Wege. Der ist auch verzaubert, der zuckt. Ich habe gerade die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht, weil das einfach so viel Freude macht, Leute. So ein toller Zoo. Ab geht's nach oben. Ich würde gerne mal wissen, was die können. Das habe ich irgendwie noch nicht gefunden. Oh, wie viele das sind. Holy shit. 1, 2, 3, 4. Oh, ich kann gar nicht zählen, so viele sind das. Soweit kann der Dandy noch nicht zählen. Ich glaube, das war es aber schon hier von wegen. Schade, ich dachte, man kommt da vielleicht noch ein bisschen mehr rein. Aber trotzdem super cooles Motto, wie du das hier gemacht hast. Ich würde echt gerne wissen, was der Drachenlöwe kann. Ich hoffe, ich habe das Schild nicht übersehen. Kannst du ja gerne in die Kommentare schreiben, Lalingla, wenn du es siehst. Oder Lali. Ich denke mal bei irgendwas mit der Zeit. Ich hoffe, ich habe hier keinen Weg verpasst oder so. Wir sollten eigentlich mal reingehen, ne, wenn wir das können. Hier geht's so tief nach unten. Ah, jetzt sind wir hinein. Im Gehege. Ich hoffe, sie fressen uns nicht. Einmal reinpieken. Mal gucken, was es hier so zu sehen gibt. Ich glaube, das ist alles für die Tiere hier, die ganzen Ruinen und der Tempel. Also ich glaube, wir haben hier nichts verpasst, wo wir noch hätten hingehen können. Oh, Mitarbeitergebäude gefunden. Auch sehr gut versteckt, nicht schlecht. Okay, cool. Ich glaube, wir können zur nächsten... Oh, nee, hier geht's tiefer runter. Müssen wir wieder einen Weg zurückfinden? Ja, perfekt. Jetzt können wir zur nächsten Insel uns aufmachen. So. Oh, was ist das denn hier? Das habe ich übersehen. Oh, hier ist nochmal ein kleiner süßer Laden. Ach, wie toll.
Hier ist rotes Licht. Das Licht irgendwas zu sagen. Verwandlungstränke, magische Souvenirs. Oh, das ist ein Lama. Oh, wie cool. Der ist gar nicht aufgefallen, weil hier so schöne Deko überall ist. Die Lampen sehen auch schon wieder so cool aus. Und hier ist wieder ein ganz anderes Motto. Alles so in Pink mit diesen Kirschblütenbäumen und so. Warte mal, steht da unten was? Nee, oder? Ich glaube, hier steht nichts. Sieht aus wie ein Haar hier. Nachher geben diese Zeichen irgendeinen Sinn. Ah, hier geht's zu den Einhörnern. Deswegen auch Pink. Das sieht ja auch einladend hier aus. Das Paradies für kleine Mädchen. Schön in Pink und Rosa. Das ist echt cool, dass du jedes Mal so andere Eingänge und Stile benutzt hast bei jeder Insel. Ach, wo sind wir denn hier? Ah, über uns sind die Lamas. Da haben die ihr Gehege, beziehungsweise die Einhörner. Wie schön das hier ist. Ist halt wirklich so der Prinzessinnen-Traum für die kleinen Mädels. Alle, die Rosa und Pink mögen. Aber wunderschön gestaltet. Da ist auch ein goldenes Lama zwischen. Mega cool. Hier ist auch wieder eine Toilette. Wunderschön eingebaut in das Motto. Kann man sich dann ausruhen und hinsetzen und oben drüber die Einhörner bewundern. Wäre cool, wenn es so Mods geben würde mit solchen mythischen Wesen, wie du sie hier erschaffen hast. Oh, ey, das ist ja mega cool gemacht, dass man sich hier hinstellen kann und die Lamas von so nah beobachten kann. Ich komme gar nicht mehr raus aus dem Staunen. Sieht wirklich alles so toll aus. Man sieht echt, dass du das alles mit Liebe gestaltet hast. Und so viele Ideen, die du hier reingebracht hast. Auf der mittleren Insel haben wir übrigens angefangen vorhin. Da war die Zeitkapsel, mit der wir angereist sind. Blitzmana. Was ist das? Oh nein, ich habe noch eine Mod installiert. Normalerweise wäre das hier ein Panda, aber ich habe noch eine Mod installiert. Nämlich diese, ich kann euch die ganz kurz zeigen, Moment. Das kriegen wir hin. Das habe ich ganz vergessen, nämlich hier diese Adler habe ich noch installiert von dem letzten Video. Und deswegen ist hier der Panda kaputt von der Textur. Normalerweise wäre das hier ein roter Panda gewesen. Upsi. Aber es macht nichts, denke ich. Fällt ja bei dem Motto gar nicht so doll auf. Feenmana. Oh, das habe ich ja ganz vergessen, dass ich die Mods noch drauf habe. Ich kann nur hoffen, dass du keine taiwanischen Schwarzbären verwendet hast. Sonst haben wir gleich Seehunde im Park. So, hier sind wieder Toiletten. Auch sehr cool gemacht. Sieht aus wie so ein riesiger Hexenkessel. Oh Gott, da muss man reinkriechen. Oh Gott. Ja, wieso? Wieso kommen die aus einer Toilette mit einem weißen Ball? Was ist das? Ist das Toilettenpapier? Okay, das ist gerade ein bisschen creepy, warum die alle so einen weißen Ball haben. Würde jetzt gern beobachten, wo sie das hinschmeißen, wenn ich ehrlich bin. Boah, wie stylisch. Die haben sich alle umgedreht und das da rückwärts reingeworfen. Habt ihr das gesehen? Okay, heftige Mädels. So. Ah, da sehen wir wieder unsere Schatten-Einhörner. Ich vergesse immer die Namen leider. Ah, hier geht's auf die nächste Insel. Oh, die sieht ja auch so schön aus. Hier ist schon mal Tiger. Auch wieder ganz andere Farben. Alles so in Orange, Gelb. Mehr so herbstlich. Wow. Die nächste Musik beginnt. Ich freue mich darauf, hier reinzugehen. Ganzen fliegenden Blätter. Schön. Der Weg hier unten sieht auch super aus. Ist das schön gestaltet. Cool. Da haben wir sibirische Tiger. Beziehungsweise wir werden gleich wahrscheinlich rausfinden, was es in Wirklichkeit ist.
wir irgendwo ein Schild finden. Hoffe doch, dass wir ein Schild finden. Auch wieder ein schönes Gehege, ne? Super interessant. Und auch abgespaced. Oh, hier haben wir was zum Befreien. Das gehört nicht zur Deko. Sieht auch super aus mit diesen ganzen drehenden Rädern. Ich würde gerne noch Infos über die Tiger kriegen. Ich hoffe, hier ist noch irgendwo ein Schild. Ich hoffe, ich übersehe die ganzen Schilder jetzt nicht. Was haben wir denn hier auf der rechten Seite? Ja, das sind auch Tiger, oder? Das sind, glaube ich, sibirische Tiger. Der schläft da gerade. Ja. Dann einmal das Pendant. Dem Königstiger. Oh, Entschuldigung für den Lag. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch weiter reinkommen. Ich glaube nicht. Schade. Ich wäre auch gerne hier oben nach raufgegangen. Ich glaube, das ist aber eher für die Tiger. Kann das sein? Hier scheint es aber gar keine Infos zu geben. Wir wissen, was für Tiere das sind. Ist übersehen irgendwo? Hey, ich bin da gerade voll dran interessiert, muss ich sagen. Stand das vielleicht am Eingang? Oh, hier kann man auch durchgucken. Auch wieder richtig cool. Kann man die Tiger dann voll von nahen sehen, wenn sie denn dann da sind. Steam-Tiger. Seht ihr, das habe ich übersehen, oder? Okay. Dampf. Nee, was heißt denn Steam? Ist doch Dampf, oder? Ich glaube schon. Deswegen auch diese ganzen Räder, die sich drehen. Weiter geht's. Ich glaube, jetzt kommt schon die letzte Insel. Kann das sein? Ist immer noch das? Ach ja, das ist das große Gehege von der Mitte immer noch. Oh, jetzt kommt das Gruselige. Giftspeierdrache. Boah. Dafür soll ich auch vorsichtig sein. Das sieht aber auch düster hier aus. Willkommen in Mordor. Wie cool. Giftspeierdrache. Oh mein Gott, wie abgespaced das aussieht. Ich find's Hammer. Hat er gerade auch schon. Da kommt ein Giftspeierdrache. Er traut sich aber nah ran. Mit den Nebel und den ganzen Düsen. Auch richtig gute Buschwall, die du hier getroffen hast. Baumwall. Ich find's mega. Lilane Flammen. Die Musik auch super passend in jedem Gebiet. So tolle Atmosphäre in deinem gesamten Zoo. Vorsicht, Speit ätzende Säure. Wollen wir dem mal nicht zu nahe kommen, ne? Gehen wir mal lieber schnell. Okay, das war's. Schade, ich hätte gerne noch mehr erlebt. Aber ganz, ganz toll. Ich weiß gar nicht, was mein Highlight war. Alles war mein Highlight. Ich glaube, es kommt nichts mehr, oder? Ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen. Waren wir hier? Ach ja, hier waren wir auch. Hier sind die Eiswölfe. Die haben uns zum Glück nicht eingefroren. Der Hundeinsel, genau, so war das. So, auf Wiedersehen. Geht's wieder hinaus. Und zurück in die Zeitkapsel. Und dann beamen wir uns wieder davon. Oder auf die Zeitkapsel, geht auch. Ich muss wirklich sagen, da hat die Lali mich echt in ihren Bann gezogen. Der Zoo hat mich echt gepackt und gefesselt. War super schön gestaltet, super interessant, ist nicht langweilig geworden an keiner Stelle. Nichts hat sich wiederholt. Tolles Motto, ich möchte echt gern wissen, was diese ganzen Tiere können. Weil zum Beispiel bei den Löwen stand leider nicht, was sie können. Und auch bei den Tigern, das kannst du gerne mal noch in die Kommentare schreiben, weil mich das echt super interessiert. Das war echt mega spannend. Also Hammer. Ganz, ganz tolles Motto, super tolle Umsetzung, toll gebaut, alles so interessant. So stelle ich mir das vor. Richtig toller Zoo. Und auch so schön gestaltet, mit so viel Liebe. Schreib auch gerne mal in die Kommentare, wie lang du an diesem Zoo gesessen hast. Ich glaube, hier ist so viel Arbeit reingeflossen. Ah, toll. Der Flying Forest. Da ist er. Ich würde sagen, wir fliegen nochmal ganz kurz über jede Insel einmal rüber. Das hier war die Hundeinsel. Da gab es drei verschiedene Hunde. Hier hätten wir nämlich die
Eishunde, ne? Ne, Eiswolf, okay. Hier haben wir den Erdwolf. Der kann ja, Steine schweben lassen. Mega cool. Der Eiswolf konnte einen einfrieren lassen und Feuerwölfe können Feuer speien. Ich liebe das auch, dass du so diese Gehege genau zu diesem passenden Motto immer gestaltet hast. Finde ich echt super. Hier war die Pilzkatze zu finden. Super schönes Gehege. Super interessant. Der Jaguar, der kann seine Größe ändern, wie man hier sieht. Klein, groß. Sind keine Babys. Okay. Hier vorne hatten wir... Ach, hier waren schon die Katzen. Hier war die Mondkönigin Dunala und die Sonnenkönigin Solara. Hier war es auch sehr schön mit diesem Kontrast. Rechts, links. Sonne und Mond. War auch schön, dass man hier reingehen konnte. Ah, Geparden waren hier. Also die Sonnenkatzen, glaube ich. Und hier waren die Mondkatzen. Ne? Ja. Habe ich alles richtig in Erinnerung. Sehr schön. Ah, hier waren dann die fliegenden Laternen und die Löwen. Die Drachenlöwen. Da habe ich leider das Schild nicht gefunden, was die können. Kann gut sein, dass ich das überlesen habe. Hier steht auch nur Drachenlöwe. Schreibt es gerne in die Kommentare, weil mich interessiert das echt. Ich gehe davon aus, dass sie irgendwas mit der Zeit machen können. Oder vielleicht mit der Schwerkraft, weil hier diese Lampen schweben. Könnte ich mir beides vorstellen. Hier waren die Einhörner. Auch sehr passend, ne? Also hier ist wirklich so der Mädelsparadies von der Farbe. Wunderschön gemacht. Kannst du auch mal dazu schreiben, was die noch können. Außer Einhorn sein. Die haben ja bestimmt auch irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Was hatten wir hier? Steam-Tiger. Ja, da stand leider auch nicht bei, was die können. Ich habe zumindest das Schild nicht gefunden. Da gibt es ja auch zwei verschiedene Arten anscheinend. Hier rechts und links. Aber auch coole Insel. Super interessant. Und natürlich hier vorne auch ein Highlight. Da stand auch bei, was die können. Giftspeierdrache. Wie der Name schon sagt, können die Gift speien. Super schön gestaltet, mega düster. Ja, gefällt mir richtig gut. Dass es hier hinten so ein bisschen leerer ist, finde ich auch gar nicht schlimm, weil das sieht man aus Besucherperspektive nicht. Und wir hatten natürlich die Tiere am Anfang noch. Oh. Die Tiere am Anfang hatten wir natürlich auch noch. Die Kaffernbüffel und die Zebras, das waren... Ich will nichts Falsches erzählen. Schauen wir mal ganz kurz nach. Lichteinhorn und Schatteneinhorn. Oder Horn oder Schatteneinhorn? Ne, Einhorn, okay. Da kannst du auch gerne nochmal reinschreiben, was die können. So, ich glaube, damit haben wir alle Tiere gesehen. Jetzt kann ich euch das Ganze nochmal von unten zeigen, wie das aussieht. Also da geht's runter. Hier ist die Insel ausgebrochen. Hier ist so der Grundriss in so einem Strudel. Und hier außen sind die einzelnen Inseln. Sind noch so ein paar Teile hängen geblieben. Dann kann man hier hochgucken. Da schwebt die Insel. Mega cool gemacht. Cooles Motto. Und damit sind wir wieder oben. Sieht das Ganze von oben aus. Auch crazy aus, ne? Das hat echt Spaß gemacht. Wir schauen natürlich auch noch bei Nacht rüber. Oh, Entschuldigung. Kamera ist manchmal nicht so einfach, gerade weil das so schwebt. Machen wir mal 0 Uhr und schauen nochmal, ob wir hier ein paar Highlights finden. Oh, wie schön. Oh mein Gott. Es ist einfach nur wunderschön. Schaut euch das an, wenn man hier durchgeht, Leute. Diese ganzen Dinger sind einfach beleuchtet. Dann auch noch verschiedene Farben. Hier wird es auch pink, passend zum Motto. Wir überfliegen das Ganze jetzt nochmal und gucken mal, ob wir noch ein paar Highlights finden. Also das ist jetzt hier das Einhornparadies. Oh, wie schön das einfach beleuchtet ist. Das ist so cool. Da laufen die Einhörner. Der Mond ist auch am Himmel zu sehen. Wunderschön. Ich hoffe, ich fliege hier einigermaßen angenehm für euch durch. Im Schuhmacher-Speed. Toiletten auch super schön beleuchtet. Also das mit diesen Bögen gefällt mir richtig gut. Haben wir hier. Ach, das waren die Steam-Tiger, ne? Was schreit denn da so? Gott, was ist das? Sind das Tigerbabys? Klingt ja voll böse. Oh, wie nice. Okay, heftig.
Sieht auch einfach so gut aus. Sieht super interessant aus. Und es ist auch so toll, dass du die passende Musik überall gefunden hast. Das hätte ich nicht gedacht. So, hier haben wir dann nochmal die Eiswölfe. Auch interessant beleuchtet. Hier haben wir die Erdwölfe. Hier die Feuerwölfe. Hier ist das Ganze dann grün beleuchtet. Also das hier auch mit den Farben dich... Manchmal spackt die Kamera aber echt ab. Das ist sich mit den Farben echt super ausgetobt. Pilze sind auch sehr schön beleuchtet. Wäre, glaube ich, sogar noch cool gewesen, hätte man die irgendwie von oben angestrahlt. Aber ich glaube, das wäre nicht so einfach machbar, ne? Es war cool, dass die unten rausstrahlen. Ich glaube, die sind auch... Ja, die sind mega gut beleuchtet, die Pilze, wenn ihr mal schaut. Aber wäre auch noch nice gewesen, hätten die von oben schön rausgestrahlt. Dass man so richtig sieht, dass die rot leuchten. Also manchmal, ich weiß nicht, was ich falsch mache, manchmal geht die Kamera einfach so extrem weg. Ich glaube, das liegt am Bediener. Sonne- und Mondkatzen. Nehmen wir auch nochmal. Gehen wir mal da nochmal rein. Was uns hier erwartet in der Kristallhöhle, wie das da aussieht. Auch cool. Die Eiswand hier. Das ist dann die Sonnenseite. So. Und zu guter Letzt. Oh, das sieht ja auch heftig aus. Das sind jetzt hier die Löwen, die die ganzen Laternen hier schweben lassen. Sieht auch super nice aus. Alles in Rot beleuchtet. Ich glaube, dann sind wir soweit durch, ne? Ja, hier sind wir wieder bei den Einhörnern. Oder unten ist auch beleuchtet, so wie es aussieht. Und wo bin ich denn hier? Wo bin ich jetzt? Magische Dinge passieren, Leute. Ist halt auch alles irgendwie beleuchtet. Ich verstehe zwar nicht, was das hier ist, aber es ist auf jeden Fall beleuchtet. Also wirklich crazy. Tolle Idee, hat super viel Spaß gemacht. Das war der erste Zoo nach dem Reset, der Flying Forest von Lalingla. Vielen, vielen lieben Dank fürs Einsenden. Es hat super viel Spaß gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo fandet. Und falls ihr ihn selbst ausprobieren wollt, unten stehen dazu alle Infos. Falls ihr auch einen Zoo habt, den ihr einsenden wollt, unten ist auch was verlinkt. Da findet ihr alle Informationen, wie ihr das machen könnt und was für Voraussetzungen euer Zoo haben muss, damit ich ein Video darüber mache. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Falls es euch Spaß gemacht hat, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.